Hallo, jetzt kommt zu dem Sprint in Kontiolahti mit unserem Sir Chupacabra natürlich. Race, es ist kalt und kein Schnee. Wir nehmen mal. Das ist meistens, das kann man immer nehmen, wenn da keine genauen Eingaben sind. Ja, heute ist es, kommen zwei Rennen: einmal Sprint und Verfolgung, einfach weil das ja zusammengehört. Macht es mehr Sinn, auch in ein Ding zu passen. Und Sprint dauert nicht so lange, weil Sprint kann man eigentlich immer sprinten mit Leertaste. Deswegen heißt es auch Sprint. Und Start up back. Wir sind auf Platz 16, also doch nah, also schon eher am Ende. Das ist gut, weil du ganz am Anfang auch fast nur deine Zeit willst. Weiß und dann nur die zwei, die hinter dir sind, weil man kann nicht zurückspulen an den Messstellen, sondern nur nach vorne gucken. Und dann bist du schon meistens bei der nächsten Stelle wieder, wo gerade erst drei bei der anderen, bei deiner, also bei deiner, wo du die Zeit gerade siehst, durchkommen sind. Bis jetzt sind wir auf Platz 16 mit 0,7 Sekunden Rückstand. Das ist noch keine Welt, das war jetzt dumm von mir, dass ich so lange gebraucht habe. Das sind halt so Fehler. Wirkst du im Sprint fast nie da rein. Und Schießen ist natürlich auch hier sehr, sehr wichtig. Lapschi mit dem Fehler und Prima. Während Leitner ist, glaube ich, ist jetzt fehlerfrei. Nee, der hat noch nicht geschossen. Hemming hat auch noch nicht geschossen. Wir haben schon 2 Sekunden Rückstand. Das ist schlecht. Auch wie gesagt, das sind nicht die ordentlichen Rückstände. Ja, normalen wären 2 Sekunden nichts. Dieses hier ist das ein bisschen mehr. Hemming hat jetzt einen Fehler geschossen, Geraldenschaft hat keinen geschossen. Allerdings hat Geraldenschaft im ersten Schießen ein. So, jetzt. Perfekt. Ei. Das ist schon sehr. Ja. So muss es aussehen. Ist vielleicht ein bisschen lange gebraucht. Aber wie gesagt, beim Sprint kann es manchmal sogar sein. Ich weiß nicht genau. Aber vom Gefühl, dass es sich eher lohnt, eine Strafrunde zu laufen, als dann extra lange warten. Gau jetzt mit 2 Fehlern, der andere auch 5 Fehlern. Mit einem Fehler. Bis jetzt haben Claude und Leitner die einzigen, die noch keinen Fehler geschossen haben. Dorfi mit 5 Fehlern. Der US-Amerikaner. Der kann sich nochmal verabschieden. Und es hängt auch noch natürlich immer die Verfolgung mit dran. Weil wenn du hier verkackt hast, in der Verfolgung auch keine Chance. Wir haben schon 11 Sekunden Rückstand, also war ein extrem schlechtes Schießen. Bei uns hier wieder können wir hochsprinten. Abkinesa und Leitner sind jetzt am Schießstand. Leitner ja kein Fehler und Abkinesa glaube ich ein. Sind wir 14. Naja, haben aber wieder fast eine Sekunde verloren. Leitner und Abkinesa beide mit dem ersten oder halt ein Fehler. Hemling ist da, der schwere Kippe. Wir können jetzt glaube ich nochmal hier Abfahrtshocke. Bevor es zum Schießstand geht, hinter uns ist, ich glaube es ist ein Schweizer oder ein Italiener, aber er hat einen Pass eingeholt. So. Ah Mann, da wollte ich zu viel. Ist mehr ist hinter uns, jetzt ist Gau wieder da, müssen wir einmal in die Strafrunde kreiseln. Da sind wir auch dann nur noch Platz 18. Er ist Platz 12, aber wir haben schon 3 hinter uns.
Ja, hat einen Fehler getroffen. Ja, es läuft jetzt erstmal so semi, also wir versinken jetzt nicht komplett. Aber war auch schon mal besser. Bauer und Go, der Kanadier mit einem Fehler. 12. Platz, 13. Jetzt will ich von den anderen, den meisten sind ja noch hinter uns. Im Ziel führt Thomas Formolini, der Italiener vor Claude. Wie gesagt, wir sind voll im Abstiegskampf drin. Wenn wir noch von Nistner überholt, hat 10 Sekunden gut gemacht auf uns. Ja, auch bitter. Nochmal in die Hocke, dann eng um die Kurve fahren. Und gleich können wir dann zum letzten Schutzkurs nochmal ansetzen. Jetzt. Neunzehnter, am Ende 17. Ja, 18. Formelini gewinnt vor Claude und Finchinski. Wir haben einen Rückstand von 22 Sekunden für den Verfolger. Schade, im World Cup hat der Johannes Hines Bö gewonnen, im IBU Cup Kretschmer und im Juniors Cup Emiritz der Este. So, jetzt Verfolgung. Wir nehmen, ich glaube, waren die Skier gut. Wir können auch nochmal einen anderen Skier benutzen. Der hier ist, glaube ich, auch ganz gut. Hier sieht man die Eigenschaften. Play. Ja, wir haben 22 Sekunden Rückstand. Wir können das natürlich skippen. Das werden wir auch machen. Aber ich glaube, sie läuft nicht so gut. Naja, mal schauen. Ich soll nicht von Anfang an sprinten. Versuche jetzt mal bei den beiden nach vorne dran zu bleiben. Gleich Zwischenzeit, da sieht man ja, aber vor allem ist es die Zeit, wir haben glaube ich jetzt, also ich weiß nicht, glaube aber 22 Sekunden war es ja, Rückstand, weil wir haben ja schon ordentlich verloren auf der Strecke, wir kommen auch nicht wirklich näher zu den beiden, zu dem Belarussen und der andere ist ein Kanadier, irgendwie ein Gaubruder. Der Rüffe ist vorbei. Den ist wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Jetzt wird der Spiel laufen. Mit dem KMH. Ja, Ayashi geht. Hab jetzt nicht keinen Sekunden gemacht, aber auch keine Zeit verloren auf die beiden. Es wird jetzt erstmal aufs Schießen. Und den Claude hat keinen Fehler geschossen. So, jetzt nicht verkacken. Nein, hat nur nicht wahr sein. Ist aber schnell die eine Strafrunde. Gau hat 2 Fehlerschossen vor bei 1. Ich denke, wir machen mindestens auch trotz der Strafrunde einen Platz gut. So, 2, wie es ausschaut. Platz 16. Aber hier ist dann ja auch der gleich der Belarusse, so ein bisschen abdrängen. Ah, schade, hat es funktioniert. Runde 2 von 5. Nochmal runter. Und ja,
Das ist das Laufen. Du musst über die Null kommen. Aber es ist noch nicht alles verloren. Wie viel Rückstand? 32 Sekunden. Ich denke, ist so Top 10. Top 10 geht eigentlich noch in 10 Sekunden. Das ist auch fast nicht mehr aufholbar. Also nicht mit den Werten, die wir haben. Man muss sich ein bisschen austrudeln lassen ihn. Ja. Dann ganz kaputt ist. Claudio ist jetzt schon am Schießstand. Jetzt kommt auch Formolini, der Gewinner des Sprints. Aber Claudio hat einen Fehler. Zwei Fehler schon. Na, das war's dann wohl. Formolini hat jetzt auch einen Fehler. Aber Gau hat keinen Fehler und Windisch. Dominik Windisch hat auch einen Fehler. Und Bauer auch nicht. Sind wir auch da? Im zweiten Liegen schießen. So. Und das kann auch ganz mal daneben gehen. Wenn man so schießt. Ah. Wieder ein Fehler. Schade. Wobei hat keinen Fehler, die hinter mir schießen leider sieht auch paar Fehler. Da ich gesehen, dass einer zwei Fehler hatte, kann ich ihn gleich jetzt auch in der Strafrunde überholen. Ich weiß zwar nicht, wer es war. Ja. Platz 17, also genau gleich geblieben. Allerdings ist hinter mir erstmal ein relativ großes Loch. Gut. Und Steffin. Na. Jetzt noch mal runter und noch mal hoch. Also wir verlieren trotzdem weiter Zeit auf die Spitze. Wer führt jetzt eigentlich? Jingao vor Windisch und Bauer. 37 Sekunden. 13. ist glaube ich bis 13. Kann es noch was werden? Sollen wir hier hochsprinten? Schießen, stehen, schießen kann ich eigentlich ein bisschen besser. Da ist einer ganz weit abgeschlagen. Wie auch immer das ist. Wir sind die ersten wieder am Schießstand. Eine Fünfergruppe. Wir sind auch gleich da nochmal über die Brücke. Windisch hat einen Fehler. Und Bauer auch. Formolini nicht und Claudio jetzt leider auch. Lapschin ist aber jetzt fertig. Ohne Fehler. Und Vorantsev, der Russe. Wir kommen jetzt auf. Auf die Matte. Ah, da wollte ich schon ab. Nein! Puh. Der letzte war aber ganz, ganz knapp. Die ist natürlich auch mit dem Fehler. Dort rum herum. Perfekt. Sieht trotzdem nicht so rosig aus. Wir müssen halt Plätze am Schießstand gut machen. Das schaffen wir nicht. Ja, es reicht nur, um den 17. Platz zu verteidigen. Ich bin zwar als 18. gestartet. Nur eine Position gut gemacht. 47 Sekunden. Das 13. geht eigentlich noch. Es sind 7 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht die genaue Umrechnung. Die ersten beiden sind am Schießstand. Wir müssen noch erstmal hier hoch und dann diese lange Schleife laufen. Und da geht es jetzt um den Sieg. Beim Schießen hier. Ich sehe jetzt leider nicht die Ergebnisse. Sehr bedauerlich. Aber wir sehen das dann ja. Ziel. Jetzt sehen wir die Ergebnisse. Gau hat einen Fehler geschossen. Abschien wartet sehr lange. Baumolini muss noch eintreffen. Ist fertig. Windisch hat jetzt schon zwei. Lapschin hat jetzt auch einen Fehler. Also es kann
ein Start-Zielsieg sein für Bormolini. Nee, Glauboy hatte gewonnen oder hat Claude gewonnen, ich weiß gerade nicht. Einer von den beiden. Wird gestern gewonnen. Und jetzt ist unser letztes Schießen nochmal alles geben. Keine Position mehr verlieren. An. Ja, nein. Schande. Drittes hier zum Glück auch mit zwei Fehlern. Ist mehr. Muss es aber auch einen Fehler schießen. Ah, schade. Ist damit nicht überholen. Wir müssen ja auch zweimal kreiseln. Das war nichts. Noch. Und jetzt kommen wir gleich. Ja, Platz 18. Schade. Schade. Ja, keine Verbesserung. Ich hoffe, wir sind mit vorbei und Dorothy auf Abstand. Und jetzt hier hoch. Ja, kommt Dorothy an, dann machen wir kurz mal zu. Ah, dann bin ich dann natürlich da rum. Und kommt auch vorbei. Sind glaube ich alle stärker im Sprint, oder ich muss erstmal natürlich erstmal dranbleiben. Ja, jetzt ziehen sie weg. Na, danke. Das war nicht erfolgreich. Zwei Positionen noch verloren, ist da. Ah, war schon im ersten Schießen ein Fehler und dann. Der Sprint war jetzt auch nicht so erfolgreich. Naja, was will man machen? Jetzt gleich in den Zieleinlauf. Vorletzter Platz. Hinten ist, glaube ich, der Tscheche Blaschik. Schmidt muss man jetzt eigentlich auch nicht mehr. Oder mal in die Masse rasen. Joa. War eigentlich jetzt damit 1 Minute 2 Rückstand. Eigentlich schon extrem großer Rückstand. Gewonnen hat Gaupo Bormolini. Und Bauer, dann vorne hier viel abschieden, Windisch, Family, Claude, Leichnam und Hello Prima. Das waren jetzt die Top 11. Auch mal gut. In der Staffel werden die Deutschen Vierter. Und hier gab es keine Race. Pfeiffer wird Zweiter, auch gut. Ja, keine Race. Als nächstes sehen wir zum Individual, also Einzel, in Nove Mesto. Bis dahin. Ciao, ciao.